Ja, viel haben wir im letzten Part nicht gemacht, außer uns zweimal fressen lassen. Oh, Molotov-Cocktail, aber hallo. Gut. Was kann man hier? Hallo? Revolver-Munition. Revolver-Funition. Genau, Revolver-Funition. So, das Alien ist nirgends. Das heißt, das Gas haben wir auch abgestellt. Das heißt, toll. Danke. Naja. Aha. Was haben wir hier? Nochmal lesen. Arzneiausgabe ist leer. Nachricht an Linga bei der Rückkehr. Die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglichst für den Transport stabilisiert. Bevor Wade hier alles abriegelt. Ja, Regel Nummer 1. Abriegeln. Kapiert? Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Mir fehlt gerade der Controller. Was bedeutet das? Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück. Morley. Totenschein. Foster C. 14.11.37. Ja, das ist ja schon bald. Todesursache geheim. Aha. Fehler unzulässiger Suchvorgang. Okay. Bericht Lingard. Stellungnahme zum Bericht aufgenommen 13. November 2137. Oder 2107. Nein, wir sagen 2137. Okay, was ist jetzt? Ah! Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Ach so, Lingard ist eine Trulla. Hab ich doch nicht gewusst. Durchsuchen Sie in Operation nach einem Medikit. Wenn es weiter nichts ist. Aha. Ach, so kommen die Karten aktualisieren. Es stand ihm in der Komplette und Karte aktualisieren. Bei wie denn? So. Also gut. Aber hier gibt es sicher noch was. Hä? Da vorhin sich bewegt. Naja! Also Lingard ist also nicht Trulla. Okay. Wissen, wir es auch schon. Ah, Mann, dann basse ich halt einen Molotow. Ich will eh einen Molotow basteln. Molotow-Cocktail. Da. Haben wir genügend Zeugs? Ja, mehr als genug, ey. So. So. Entschuldigung. Danke, danke. Alter, wie viel braucht das? Oh. Alter, hab ich das gewusst? Ja, und ich dachte so, ja, ich hab noch dem Elbe Björn gesagt, ja, du musst aufpassen, das Spiel kann echt schwer werden. Na gut, das ist nicht schwer, aber ich sterbe hier immer mehr. Ah, herrlich. Ich glaube, ich schicke mal den Castellanos hier rein.
Ah, jetzt bin ich wieder hier. Im Moment, Moment, Moment. In dieser Anlage sind Sitzen, kann ich sicher. Au. Steck mich mal hier drin. Ja, ich bin ja selbst schon dumm. Warum sitze ich auch? Ah, jetzt kann ich hier nichts basteln. Ich bleib mal hier. So. Eine Karte. Hey, ich will die. Hey, gib die. Ah, was? 2505. Jo. Ist das? Schlüsselkarte. Okay. Samiaz, bin schon unterwegs. Ah, hier haben wir ja gelesen alles. Du kommst hier nicht, oder? Nö. Lot auf Cocktail. Karte aktualisieren. Gibt das hier auch noch? Da habe ich das schon verpennt. Ich bleib mal hier. Ich passe mir erstmal einen Molotow. Ja. Ja. Ach so. Ah, wie viel braucht das hier? Okay. Ah, ein bisschen Material gebraucht, das ist doch schön. Ich höre das Alien. Hört ihr es auch? Das ist weit weg. Wo müssen wir jetzt hin? Aha. Okay. Geht's nicht. Aha, hier waren wir ja. Gut. Kommt das? Ist noch alles mitnehmen hier. Ich glaube, es kommt gleich. Willst du dich bitte verstecken? Jetzt ist es wieder weg, oder was? Irgendwie werde ich aus dem Alien nicht schlau. Und hier? Dann schauen wir uns eben noch mal kurz an. Oder besser gesagt, wir überspringen es. Hier Lingard, medizinische Offizierin Sevastopol Station. Vielleicht das Alien bald kommen, oder? Wir warten mal. Speichern wäre mal nicht schlecht. Ja.
weiß er nie. Was gehört? Jupp. Ja. Hallo. Kann man ja nicht ducken. Ist es noch da? Wo bist du? Es muss aufs Klo, okay. Ein Alien, das aufs Klo muss, soll man nicht stören. Glaube ja eher nicht. Glaube überhaupt nicht. Von da kam's. In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Ist alles im Eimer serviert. Ich fühle mich hier überhaupt gerade nicht sicher. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Whoopi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch.
Ja, was wohl aus der rausgebrochen ist, wer die Filme kennt, weiß es. Und ich lese hier jetzt mal. Was gibt's denn Neues? Autopsiebericht. Name Foster Catherine. Rechtsmedizinischer Bericht, 14 so und so. Geburtstag, so und so. 37 Geburt, dann wird sie etwa 37 gewesen sein. 8, 39, fast 40 Jahre alt. Ja. Hä? 39. Wenn man nicht nach unten liest. Geschlecht weiblich, ja, so sah sie auch aus. Hä? Ist hier ein Alien? Kommen sie nicht rein, oder? Ach, Ibis. Halt nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Ich lese jetzt trotzdem weiter. Leichnam identifiziert durch Marlow. Hat noch jemand gehört? Bericht, Ermittlung durch. Ich habe anscheinend Halluzinationen. Haltet die Fresse, ich will nicht lesen. Ermittlungen durch Sebastopol Cornell Merchants Behörde Miniverse auf Hinweis auf Behandlung. Geheim. Externe Untersuchung geheim. Laborbericht geheim. Gesammelte Beweise geheim. Schlussfolgerung. Rettungsschiffe sind unterwegs, geheim. Oder? Freigeben. Eidos, Lesefehler, Fehler, perfekt, so 5. Audio. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört. Bis Garcia mit der Spurensicherung kommt, das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Wirklich besser sollte jetzt besser keine Panik ausbrechen, ja. Und noch was. Wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, fasst irgendwas von Ziegsen, Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Weit's Ende. Und nix. So. Also, wer ist alles hier? Ein Alien und Menschen. Also nur. Zum Glück nur. Gut, an den kommen wir wahrscheinlich nicht vorbei. Kann ich hier irgendwo speichern in nächster Nähe? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Danke. Na du? Heieiei. Das sah nicht gut aus. Ja, aber was? Okay. So, ich denke mal, ich gehe mal da. Du Arsch. Wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich hin? Da lang. Hätte ich auch da durchgekönnt. Aber es geht wohl nicht. Oho. Einwandfrei. Ist was? Also. Danke, Alien, danke. Muss ich mich nicht mehr um die Kackbratzen kümmern. Schön, wenn man Gegner weniger hat. Das Alien hat gerade gefressen, so leid es mir auch tut. Was ist hier noch? Nix.
Bin ich gesund für dich? Ich hab zu viele Kalorien. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin auch nicht unter dem Bett. Geh weg. Du hast gerade gefressen, du bist nur noch fett. Mich auch noch fressen. Schönen Schwanz ziehst du danach. So einen will ich auch haben. Lang und schwarz. Nein, Quatsch. Glaub mir, na, ja, nicht, was ich sage. So, jetzt ist aber... Ist hier auch noch? Nö. Alter, wer hat die Stromrechnung nicht bezahlt? Hier sieht's auch nicht gerade schön aus. Okay, 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 okay. Lesen wir das. Sollen wir es lesen? Dann noch Radau. Ich geh mal unters Bett. Mach nix. Angstmacherei! Schande! Gibt's hier was? Menschliche Note. Dies ist eine formelle Beschwerde an die Krankenstation. Ich möchte nicht von einem Androiden behandelt werden. Egal welcher. Ich bin ein leitender Angestellter von Siegsen mit beträchtlichem finanziellen Anteil an Sigastopol. Ich erwarte eine angemessene Behandlung und zwar ausschließlich von Menschen. Meine Kontrolle verbiege ich gerade und das ist nicht so gut. Dienstplan 9.9.2137, Lingard, leitende medizinische Offizierin, Morle, allgemeine Mediziner, Kuhlmann, allgemeine Mediziner, West, Radiologie, Fernandes, Zahnarzt. Ich lese schnell, denn meine Kontrolle vibriert gerade. Paul B. oder was auch immer. Behandelnde Ärztin Dr. Lingard, akute Verletzung an Armen und Beinen. Jupp. Fragt I. Der erste, keine Ahnung. Behandelnde Arzt Dr. Kuhlmann, Verdacht auf Hirnschaden als Folge von Ersticken durch Erwürgen, keine Behandlung möglich. Bettenverschwendung. Fies. Ja, du bist eine Bettenverschwendung. Alle im Altersheim sind Bettenverschwendung. Nein, Quatsch. Der Vorfall. Marlin Lingati, der Marschus von... Die Marschus sollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall der die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patienten eingeschleppt haben. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es reinfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen vorübergehend die Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando, lassen Sie Kuhlmann nicht herein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart vom Marschall Welt medizinisch selber versorgt. Meine Kontrolle verbricht, scheiße. Ich muss hier machen. Ungültiger Pfad. So, Leute. Wenn es gefallen hat, dass ich sterbe so oft, nein, dann gebt doch einen Daumen hoch. Ich klaue dem mal die Schuhe. Nein, Quatsch, kann ich gar nicht. Und sage, abonnieren. Daumen hoch und wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part. Bis dann und tschüss!